Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ich habe ein paar Maps gemacht, damit es spannender ist. Ich habe ein paar Sachen noch gefunden. Eye of Rin, das ist das dritte oder vierte Mal, dass das Schwert droppt. Und hier ein Adornet Reyef Idol für den Sentinel. Ich weiß jetzt nicht, wieso das droppt, aber ist doch auch gut, dass Sentinels Idols droppen. Mit, ja, dann können wir den Burning Paladin dann weiter machen. Und ich habe noch einen Stab gefunden, der recht viel Channel Damage hat. Eventuell mache ich auch einen Desecrate. Das Ding auch noch ein bisschen mehr weiter. Jo, und jetzt gibt es diese Bonis, dass sie einfach mehr Leben haben, die ja, seltenen Gegner. Die Boss, also ja. Die rare Gegner. Ja, rare Enemies, okay. Und ja, ein bisschen weiter geht natürlich. Hier wollte ich ja irgendwie. Ich weiß nicht genau, wo ich hier wollte. Hier rund. Bisschen Stun, ne? Ja. Die Gegner, also die Minions werden stärker, wenn ich. Was ist das für ein Gegner? Ein Dryad Guardian. Ah, ah. Rage Damage. Hier habe ich noch einen neuen Warding Tom, einfach weniger Stärke, also Schaden, für mehr Intelligenz. Und das Spiel macht mega viel Spaß, weil einfach ich auch nicht mehr so Probleme habe gegen viele Gegner. War ein bisschen chillig. Das Glancing Blow, das unterstützt mich natürlich extrem. Und da haben wir schon irgendwie 60% oder mehr. Das zeigt, dass ich immer volle Helfbar habe. Also es ist schon fast zu leicht. Ich möchte schon eigentlich schon fast einen neuen Charakter machen, aber ich muss ja auch Items finden. Also ist gut, dass der Charakter so leicht geht, weil dann haben wir es schwieriger. Wenn wir Builds machen, die nicht OP sind. Und manchmal die Zauber sind schon extra. So viel Eis auf der Map, auf dem Bildschirm hat, dass man gar nicht mal so sieht, dass man eigentlich so einstecken muss. Ja, das ist jetzt schnell vorbei, das ist jetzt eine schlechte. Aber ja, es ist ein sehr interessanter Bild. Ich mag ihn sehr. Ja, jetzt mit mehreren Stacks ist natürlich schon die Kugel ein bisschen kaputt und schädigt. Ja, der hat schon ein bisschen einen Wolf Schaden zugefügt. Beinahe. Wart und Potion aus. Das ist auch etwas, was man. Also ich setze nie Lebensenergie oder Heiltränke ein. Arena Key endlich. Okay. Könnten wir Arena machen? Zuerst machen wir die Maps ein bisschen weiter. Jo, und wieso mache ich jetzt Maps? Weil ich ja auch immer gesagt habe, ja, die Gebiete sind noch ein bisschen zu nervig für Low Level. Ein Void Damage Ring? Okay. Die anderen Sachen mache ich gar nicht rein. Ich mule sowieso nach dem Part. Da habe ich noch Zeit. Heute ist das sowieso nicht so viel gewesen bei mir. Auch mal ein bisschen Ruhe Tage. Ich will eigentlich 3 oder 4 Parts pro Tag machen. Das ist meistens immer sehr zeitaufwendig, weil das Hochladen relativ lange geht, weil ich momentan schlechtes Internet habe. Und weil ich halt einfach sehr viel Sport mache. Das natürlich dann auch so ist, das Ding.
Die Idole droppen jetzt eigentlich von jeder Klasse. Ich habe sonst immer noch viermal Idole gefunden. Okay. Der Patch ist noch nicht draußen. Was ist das jetzt für ein Patch? Es ist immer noch 06. Ja, 076. C. Irgendwas hat sich verändert. Im Relic. Glancing Blow. Sofort ausrüsten. Wir sind sowieso Stärke und nicht Intelligenz. Geil. Einfach nur geile Sachen, die wir finden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht zu viel finden, weil sonst haben wir keinen. Dann müssen wir alle wegwerfen. Vor allem die schlechten aus der Truhe dann wegwerfen. Das ist immer geil. Ich habe noch mehr Glancing Blow. Ich bin bald unzerstörbar. Unbesiegbar. Yeah. Ach, aber jetzt klicke ich. Ich hab's nicht. So. Was wollen wir denn? Effekt. Ja, das ist sowieso nichts für uns. Geil, ey. Wir werden tausendmal OP hier noch. Irgendwann mal können wir einfach mal Brain AFK spielen. Einfach Gehirn abschalten. Wir sind aus. Ja, ich werde in den nächsten paar Tagen eventuell Livestreams machen am Abend von Last Epoch mit dem anderen Charakter. Aber mal schauen. Machen überhaupt nicht mehr Schaden. Void-Schaden ist total weg. Krass. Das ist wieder gar nichts für uns, weil wir kein Minion-Beat-Ding machen. Wir könnten schon mal machen, aber es muss einen neuen Minion kommen zum Bärkatz oder so. Wenn wir hinter den Bären was zu tun. Die Minions sind auch am Ausrasten, die sind so schnell geworden. Damage over time, das ist sowieso nichts für den Gestaltwandler-Druiden, gell. So. Ja, das ist auch nichts. Quid ist auch nicht für Transformer zu geeignet. Okay. Jetzt. Critical Strike wieder den Minions geben. Im nächsten Part machen wir dann eine Arena und machen die Story weiter. Wir können schon noch ein bisschen mehr Maps machen. Die Vanguard Riders sind wahrscheinlich vom letzten Mal. Wie viel Gold man auch findet jetzt. Ja, echt viel Schaden, ne? Aber nette Monster. Aua. Aua. Boah. Hat erschrocken und Heiltrank genommen. Schlecht. Tolles Gebiet, also Crit. Ist bei denen eigentlich sehr effizient. Aber diese, wieso sind das Boss? Das sind sehr harte, sind das Magic Monster. Großen Name hast du immer irgendwie etwas Besonderes. Gebietsboss. Lasst mich doch nicht immer so alleine, hey. Ich geh immer zum nächsten Gegner und die gehen irgendwie auch zum nächsten Gegner, aber
Ja, und dann Position her und dann sind sie natürlich immer weg. Aber richtig toll. Spiel genieße ich einfach, weil es auch taktischer ist. Ja, so ein bisschen etwas zu denken war zwischen den Kämpfen, also in den Kämpfen. Das ist der Boss. Der gleiche Boss. Aber nice. Oh! Doch, das kenne ich schon. Nicht gerade so für ein Feierbild, den ich eigentlich habe, besitze. Damage over time. Elemental Protection. Ich weiß ja nicht, ob ich Damage over time so brauche. Aber gut. Ja, nächstes Gebiet. Mal schauen, so Level 60 oder so werden. Was sind wir jetzt? 40 in 45? Ja, 45. Ja. Es ist ziemlich spannend, durch die Maps zu gehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache jetzt gar nicht so viel mehr. Aber dennoch, ja, wir finden gute Items und so weiter. Ja, Dodge. Gut. Ja. Bin mal gespannt, weil jetzt haben wir dann immer mehr MF. Jetzt finden wir immer mehr Unix und so. Times. Oh, hab's gedrückt. Ja, die haben gar keine Chance mehr, das einzusetzen. Dieses Gebiet liebe ich. Ich weiß nicht, ob das auch Level 4 oder 5 ist. Also, das ist Nordland, muss es wahrscheinlich sein. Weil Eis haben wir bisher, jetzt noch nicht gehabt. Schneelandschaften. So interesting. Boah, wir haben 600 Leben fast. Schiede. Langsam geht es echt vorwärts. Ich liebe das. So, solche Dinge. Progressen möchte ich ein paar Verwechsel auch haben. Wenn jetzt im 13. die Liga kommt und ich livestreame dann und so, dann hoffentlich geht es auch wieder ein bisschen schneller. Ich mache Exempel, jetzt nicht jeder nimmt. Ich könnte ja auch einen Stab-Bild machen und ich werde extra ein Bild nehmen. Wenn ich einfach liebe, mal gemacht habe, aber damals war das noch nicht so effizient. Ich wollte eigentlich einen Lightning Skill verwenden, aber die Nuts waren jetzt doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich dachte, ich hätte irgendwas mit Kredit gesehen, aber irgendwie bei den neuen Auswahlen, diesen extra Skill Tree Zeugs, wo jetzt rausgekommen ist gestern, Information, die Reveals. Ich finde plötzlich, ist es nicht mehr dabei. Dass man irgendwie, wenn man Lightning Spells ansetzt, mehr Crit Chance hat oder Crit Damage. Das ist auch nicht mehr beides. Falcon nochmal. Das ist wieder so ein Spire, genau. Der Kase, dem ja komische Space, die gar keinen Schaden hat. Jupp, jupp. So, hier haben wir ja gesagt. What damage what? Wie bitte los zuerst auf 5. Ding machen ja Damage over time. Wölfe. Ich
schnell die Damen sind. Ja, ja, jetzt sind wir langsam ganz OP. Ne? Das sind die Destructors, die Blut. Heftig, heftig. Nice. Oh, die Musik ist auch sehr schön. Also musiktechnisch ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. So, 21 Armor. Und was Gutes? Schade. So, diese Rüstung ist, glaube ich, auch hier hinten. 61,15. Schlechter. Und jetzt haben wir jetzt bessere Auswahl. 6 Timelines zum Beispiel. Mach ich doch das. Immer so wenig lange wie möglich. Also 4 haben wir jetzt hier zur Auswahl gehabt. Sonst resetten. Das ist eigentlich beste Taktik. Einfach die Gegner so schwach wie möglich zu halten. Weil auf das MF, das extra MF, kommt es nicht an. Ja, ich sollte gleich noch mehr Leben in dem Kampf. Ja. Das Schadenstärke ist signifikant. Signifikant. Das wäre ein Wort, ey. Ja, und Weltschaden macht gar keinen Schaden. Hat schon gedacht, ne, es ist zu spät, ich sterbe. Ich mag trotzdem. Ja, diese Fate-Teil ist ja Ende Akt 1 so ziemlich das Stärkste. Die Wölfe. Ja, durch das Aspect of Shard werden die natürlich sehr schnell. Sehr, sehr effizient. Noch mehr Wölfe. Ganz viele Wölfe. Oh. Hinterher, hinterher, du kleinen Kojoten. Schön hinterher. Oh ja. Oh. Ui, geht es auch. Sehr geil, geht. Viele kleine Gegner, die sofort tot sind. Nur die riesen Skorpione nerven. Nochmal heilen. Vielen Dank. Hat auch schön geheult. Ui, noch mehr Skorpionchen. Skorpi-Böhmchen. Und schon der Ende. Ah ja, endlich mal wieder so eins. Sind sehr viel Action. So. Spinnennerven, ey, die explodieren. Ja, sicher, die explodieren einfach viel zu oft. Hm, toll, ey. Okay. Aber wir haben es weit getrieben. War eine schöne Aufnahme. Oh, jetzt gibt's Breite auch noch. Ja, eben bei diesen Maps darf man immer wieder sterben, aber man wird immer wieder resettet und das ist natürlich nicht so toll. Ehrlich, das muss ich unbedingt labern. Da haben wir noch ein Amulett. Minion Damage viel. Nehme ich auch. So.
Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen hier einladen. Vor allem. Das halt mehr. So. Der ist ja Sentinel. Das Schwert brauchen wir auch nicht. Im anderen Beet. Und dann werde ich morgen mal. Ja, doch, ich werde morgen auch noch eine Aufnahme machen. Und den Livestream am Abend plane ich jetzt mal. Ist leider wieder resettet, aber gut. Ich muss schauen, dass ich, wenn ich Schaden mache, nicht mehr so drin bleibe. Sofort wieder rausgehe. Weil manche Gegner sind doch noch ein bisschen zu OP. Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.